Okay, dann war der Werner, ich denke mal, gebt einen riesen Applaus dafür, oder? Vorhin habe ich schon mal gesagt, was macht das für einen Nutzen? Gar keinen. Es macht einfach nur Fun. Danke ich dir mal, dass du uns das nochmal gezeigt hast. Du bist ja noch den ganzen Tag auf dem Platz. Wenn die Leute fragen, können sie gerne zu dir kommen, denke ich mal, oder? Gut, das war der erste. Jetzt kommt der zweite Wagen. Brauchen wir da vorne mal ein kleines bisschen Platz. Ich habe euch vorhin erzählt, dass es so diverse Spielchen gibt, dass man dann zwei Mädels ins Auto setzt mit einem Glas Wasser und die versuchen da das Wasser im Auto zu behalten. Und das klappt nicht wirklich, wenn derjenige hier die Knöpfe bedient, das nicht möchte. Bitte ich die beiden Damen mal nach vorne. Komm mal her, beide. Hi, du bist sie? Diana und Diane. Diane und Diana, so fast dasselbe. So, nicht trinken, ist warm, ganz normales Wasser. Lassen wir den mal vorfahren, den Kollegen. So, sieht natürlich schön aus, wenn die Mädels das Wasser in die Hand nehmen. Einer muss ja auch das Gerät bedienen. Zum Auto habe ich vorhin schon was erzählt. Der Gipfel der Dekadenz, Cadillac matschbar zu machen und dann auch noch einen Lowrider draus zu machen, weil Cadillac ist ja wohl das Nonplusultra. So, wenn du soweit bist und mir ein Zeichen gibst, dann können wir die Damen da einsteigen lassen. Die erste darf. Ich habe sogar noch die Tür aufgehalten, alles Kavaliere in der Schule. So, und wie gesagt, Ziel ist es, das Wasser im Becher zu behalten. Und das funktioniert nur, wenn er das möchte. So, wo ist die Kamera? Es geht, Leute, seid ihr mit mir down? Mit dem Schwanzanzug sehen, den die Leute vertrauen. Heute sind die Ladies alle schön, den Typen so vermitteln. Wenn sie stehen, sich nicht bewegen, sind sie gerne schief gewegelt. Mit einer Windel auf dem Kopf stehen die Typen dann im Club. Gucken spastisch aus der Wäsche, die geklaut und ausgesprochen. Wir brauchen Bass, Bass, wir brauchen Bass. Was geht mal da? Das, was du hörst, mein Freund, heißt die Ärsche, gibt's im Videoclip.
Wie gesagt, geht ganz schön auf die Batterien. Die Damen haben sich vortrefflich gehalten, wenn ich mir die Fülle der Becher angucke. Hier ist erstmal ein riesen Applaus dafür, oder? Wer hat mehr drin? Wir müssen das mal ausliefern hier. Ich glaube, das nimmt sich nichts, wenn ich mir das so von Weitem angucke. Auf jeden Fall habt ihr euch schon mal gut gehalten. Normalerweise sind die Becher viel, viel leerer. Ja, wunderbar. Die beiden heißen nicht nur fast gleich, die haben auch die gleiche Menge im Becher dran. Danke ich euch, dass ihr den Spaß mitgemacht habt und habt noch viel Spaß hier, okay? Gut. Danke ich dir, dass du uns das gezeigt hast. Und ich habe vorhin schon was erzählt zu dem Fahrzeug, aber ich mache es gerne nochmal. Also wie gesagt, ach du machst das, okay, erzähl du mal. Ja, ganz kurz mal angerissen hier, weil viele von euch haben es ja schon angefasst. Das ist ein wirklich original echtes Sandsteindach. Hat mir die Firma Raumkunst sehr dabei geholfen. Ist in Kotter ansässig, muss ich mal ganz kurz Werbung machen in eigener Sache. Wenn ihr mal was Individuelles haben wollt, wendet euch an diese Leute. Ansonsten 7,7 Liter V8 ist drin, innen ein bisschen gesamt und so ein Kronleuchter drin. Wir haben jetzt eine Pumpenanlage verbaut mit 48 Volt gepult, 8 AGM-Batterien. Das ist ganz dünn. Ja, das sind so die technischen Eckdaten. Ansonsten, wenn ihr noch irgendwelche Fragen habt, kommt einfach mal vorbei. Wie mein Freund Werner schon sagt, ich weiß nicht. Bis später. Ja, das war natürlich vorhin ein Fehler von mir, weil von mir, ich bin da nicht rangegangen, deswegen habe ich es gerade angefasst. Vorhin habe ich gesagt, das ist so Fell in die Tat, das ist ja Quatsch, das ist wirklich Sandstein. Na klasse, wunderbar, wieder reingelegt. Gut, danke ich dir. Und einen Kollegen haben wir noch, den Kollegen, der eben da war, nur mit einem anderen Auto. Okay, dann brauchen wir wieder ein bisschen Musik. Herr Kapellmeister. Die Hinterachse-Spinnen, sagt er. Trotzdem würde ich sagen, eine geile Show, oder? Denke ich mal auch. Zu dem Auto wäre noch zu sagen, die Impala-Modelle wurden damals sehr gerne für solche Zwecke verwendet. Das hatte einfach den Grund, dass die Leute, die damals damit angefangen haben, einfach auch nicht so viel Geld hatten und sich das gegriffen haben, was gerade verfügbar war. Und das waren halt die Impala-Modelle. Und da, ja, willst du noch was erzählen zu dem Auto ein bisschen? Ist ein 68er Impala. Dazu bin ich gekommen, weil meine Frau den Film Supernatural gesehen hat. Das fährt zwar der 67er,
Den habe ich eine ganze Weile gesucht, diesen 67er, weil er mir gefallen hat durch diesen Hüftschwung und diese hohen Stege auf den Kotflügeln. War keiner zu einem vernünftigen Preis zu haben. Bin dann über diesen 68er gestolpert, der da mit, ich kann es ja sagen, 5000 Euro im Netz war. Alle anderen standen so, ja, so um die 20.000 drin. Mir ging es auch immer darum, dass es ein Coupé ist. Ich bin so der Coupé-Fan, also kein Viertürer wie in dem Film. Und da hatte ich da angerufen, warum das Ding so billig ist, warum der nur 5.000 kostet. Und da haben sie eben gesagt, das ist so ein ausgedienter Lowrider. Also da ist keine Hydraulik mehr drin, Motor wissen wir auch nicht, ob das geht. Da habe ich gesagt, okay, ich gucke mir das Ding an. Und fand es okay. Hab das Ding dann von Hamburg nach Hause geholt, auf dem Trailer. Und dann hatte ich eben gemerkt, damit das Ding überhaupt rollbar war, hatten diese Kollegen von Hamburg Holzbalken anstatt der Federn reingemacht. Das heißt, das Auto ließ sich nicht lenken. Also dort in Hamburg konnte ich gerade auf den Trailer drauf fahren, da brauchte ich nicht lenken. Aber wo ich dann zu Hause war und in die Garage musste, dann musste ich lenken. Und da hatte ich dann von meinem Lincoln noch Restteile da gehabt und dachte, okay, probierst mal aus, was eben aus dieser Lowrider-Geschichte noch zu machen ist, aus dem alten Zeug, was da noch hinten drin war, beziehungsweise aus den Teilen, die ich noch da hatte. Und habe dann gemerkt, dass der eben extrem hoch geht. Eigentlich geht er auch auf drei Räder, wegen der Masseverteilung, weil er einen sehr langen Kofferraum hat, was jetzt gerade nie geht, weil die Achse hängt irgendwie, also muss ich dann erstmal nachgucken, was da wieder klemmt. Und dachte ich, okay, lass mal so, tun wir einfach mal den Leuten so vorführen, das Ding. Da habe ich dann so einen sogenannten traditionellen Lowrider gemacht. Das Fahrzeug relativ original belassen, aber eben diese Hydraulik, also fällt auf durch diese Hydraulik, durch diese extreme Auslenkung der Querlenker und diesen sogenannten Three-Wheel Motion, also das Fahren auf drei Rädern. So, wenn Fragen sind, der übliche Spruch. Also wie gesagt, schönen Dank erstmal. Die Kollegen stehen da hinten, die zeigen euch bestimmt gerne noch ein bisschen was zu dem Auto. Die müssen jetzt natürlich erstmal wieder die Batterien da so ein bisschen aufladen. Also viel was mit rumhüpfen wird da nicht passieren, denke ich mal. Aber wenn ihr so mal Fragen habt, da sind die Jungs immer sehr empfänglich für. Ich habe gehört, gegen 18:20 geht es hier weiter mit den Tänzerinnen. Solange gibt es Musik. Und gegen 19:30 Uhr, gehen wir nachher nochmal bekannt, werden die Pokalgewinner.